Heute haben wir unsere Sozialsprecherin, die stellvertretende Klubobfrau, Nationalrätin Dr. Dagmar Belakovic zu Gast und wir freuen uns natürlich, dass sie heute nach Donaustadt kommt, auch wenn das Wetter leider nicht so mitspielt und wir heute in den heiligen inneren Räumlichkeiten Platz nehmen müssen. Da wird es ein bisschen enger werden als draußen im Garten, aber es ist nicht minder gemütlich und wir sind schon sehr erfreut und ganz gespannt, was sie uns berichten wird. Zuwanderung und Sicherheitsproblematik in Wien ist ja im Brennen. Wir haben ja das gesehen in Favoriten, die Straßenschlachten, die Gegengesellschaften, die sich da entwickelt haben. Das ist sicher das wesentlichste Thema. Aber das Ganze natürlich vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Auch das ist ein wichtiges Thema, weil ja die Corona-Krise natürlich unser Leben völlig neu letztlich organisiert hat. Auch wenn die Wiener Stadtregierung immer so tut, als hätte sie sich gegen die Bundesregierung hier durchgesetzt. Das hat sie natürlich nicht, sondern sie hat alles mitgetragen und alles mitgemacht. Hat sich auch gezeigt im Parlament, als die SPÖ-Fraktion und auch die Wiener Abgeordneten der SPÖ zugestimmt haben, den Pop-up-Rat wegen der Grünen und damit auch, dass die Bundesgärten weiter geschlossen bleiben während der Corona-Krise. All diese Dinge hat die SPÖ immer mitgetragen und auch jetzt tut sie das weiterhin.